Oh, seid ihr gut drauf? Oder was? Hier sehen wir das Format nochmal. Natürlich ganz normal, wie wir das schon gewohnt sind. Platzierungspunkte und natürlich jede Elimination gibt nochmal einen Punkt. Ein Victory Royale gibt 10 Punkte, aber nur insgesamt halt. Ne? Hier sehen wir noch das Preisgeld. 3 Millionen für den ersten Platz. Zweiter Platz aber auch immer noch sehr gut. Also... Puh. Die allererste Runde startet. Heute werden wir insgesamt 6 Runden sehen. Fortnite-Weltmeisterschaftsfinale im Solo. So unglaublich viele Preisgelder. Da sehen wir schon auch einige. Leitsig, Fledermäus, Sprays, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Einfach Augen in den Chat. Nicht dumm rumspammen. Macht das, was die Mods... Oh mein Gott, was? Wieso ging das durch? Okay. Holy shit. Oh, was? Oh, muss das sein? Man. Muss das sein? Er hat ihn durch die Treppe gekillt und lacht dann so. Wow. Stark. Da merkt er auch, Alter, der hat mir gerade gut eingeschenkt. Hast du eine Reaktion gesehen? Boah, das war. Er hat sich nicht unbedingt geärgert, er dachte einfach nur, okay, der hat krass gespielt. Vorbei. Left Eye mit dem Kill. Boah. Ist schon alle auf Fledermäus. Schaden verursacht. Guck dir das mal an, der hat... Nee, der geht down. Alter, er hat aber nochmal richtig Schaden an King gemacht. King jetzt 7 Kills. Heftig. Wie kann man denn 7 Kills haben? Das war der, der... Schade, aber eine richtig gute Runde. Er hat es in die Top 25 Runde geschafft. Aber das war Kills. Der am Anfang disrespected hat. Echt? Glaube ich. Das muss man vielleicht machen. Ha? Vielleicht muss man das einfach machen. Welt bringt das Glück. Oh, kommt aus der Schattengranate raus. Direkt ein One-Shot. Sehr stark gemacht von Bugger. Auch einer der besten Spieler hier heute, von den Mechanics her. Ja, unglaublich strong. In den Highground kommen. Ah. Der macht das immer wieder. Was ist denn das für eine Taktik? Er bleibt unsichtbar, bewegt sich nicht. Ist geduckt. Oh mein Gott, was ist das für ein Movement? Nur noch eine 1 gegen 1. Er hat Psalm geholt. 8 Kills. Letztes 1 gegen 1. Kryo gegen Bugger. Kryo im Highground, Bugger mit mehr Leben und Schild. Ganz krank. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Das kann er nicht machen. Boah! Er holt es. Das ist so krass. Oh mein Gott. Der hat die alle so hops genommen. Der hat die ganze Lobby alleine gekillt. Erster Platz mit 9 Kills. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Die zweite von 6 Runden beginnt. Fortnite-Weltmeisterschaft. Das Finale in Solo. Ja, jetzt sehen wir Lecci. Da sehen wir Lecci. 32 HP. Die gehen jetzt hier gleich beide down. Die müssen jetzt angreifen. Wie ärgerlich. Er muss aggressiv spielen, sonst holt ihn der Sturm. Das konnte der Spieler hier für sich ausnutzen. Holt sich jetzt da 50 Leben und kann weiterlaufen. Ärgerlich. Oh mein Gott, wer ist das denn? Wie kann... Ja, oh mein... Also da hat King ihn ja mal richtig auseinandergenommen. Da ärgert er sich. Ist auch nicht schlimm. King schon wieder? Wie viele Kills hat er jetzt gerade schon wieder? 2. 2 Kills? Eben hat er 8, richtig? Das ist echt richtig gut. 10 Kills gefällt schon mir. Gegen die besten Spieler der Welt. Ich glaube, TFU hat jetzt auch in diesem Close-Fights, ja, ne? Da hat er jetzt vielleicht nicht so viel trainiert, weil der hat ja eher Public gespielt. Ja. Dafür hat er sich extreme Sorgen gemacht um seinen Dresscode. Genau so. Findest du auch? Findest du auch? Findest du gut? Ja. Fällt mir richtig. Der hat ja keiner irgendwie auf dem Schirm. Hast du schon mal von ihm gehört? Nee. Zuschauer, ihr? Was? Oh. Gott. Das war Aspect. Was? Wie kann das sein? Spielt super aggressiv. Ja, niemand spielt so aggressiv wie er. Ich kann garantieren, dass der hundertprozentig hier nicht Erster wird. Er kommt bestimmt wieder ins Ranking rein, Platz 25 oder Platz 15, irgendwie sowas. Aber hat dann einfach wieder seine 7 Kills oder sowas. Und wenn du das jede Runde machst, dann landest du in den Top 3. Wie ärgerlich, da ist Issa. Issa, 2 Eliminierungen, Top 7. Schafft das noch die Top 5?
sehr, sehr stark. Ich glaube, jetzt gerade der letzte Controller-Spieler. 35 HP. 20. Schön! Junge! Oh, das ist. Nee, kein Witz, kein Witz, kein Witz, kein Witz. Was? Hinter ihm. Nee, Ding. Ah. Viel zu wenig HP. Keine Metz. Da kannst du jetzt ja machen, aber welcher Platz hat er gewonnen? Er hat es noch in die Top 5 geschafft. Stark. Jetzt das letzte 1-on-1. Richtig gute Runde von Dubs im Highground. Dubs gegen Skyde. Dubs einer der absoluten Favoriten aus Amerika. Skyde, der Franzose, der auch schon sehr, sehr stark im Winter Royale gespielt hat. Ein Amerikaner, ein Europäer. Wer holt sich die Punkte auf dem ersten? Wenn ihn jetzt killt, das gibt nochmal 4 Punkte. Ist jetzt außen. Edgar Metz. Edgar Metz! Kommt nochmal zurück. Oh, mit der. Hätte das ge. Nee, der ist raus. Der ist raus. Das müsste Skyde gewinnen. Das müsste Skyde gewinnen. Schade, nochmal schön versucht. Nur 8 HP. 8 Skyde HP hatte er nur. Schon, ne? Wenn da ein Schuss mehr connected hätte. Richtig krass. Okay, wir gehen in die dritte von 6 Runden. 2 Runden sind schon gespielt. Ranking haben wir gesehen. Es ist noch alles drin. Wir wollen jetzt eine richtig schöne Performance sehen. Nice, von den light. Deutschsprachigen Spielern, von den Europäern. Oh, oh wow. Gott. King? So ist King down gegangen. Heftig. Alter, was ist das für ein Start? Alter. Du darfst ja auch nicht zu offensiv spielen. Sonst editiert der Gegner einfach auf und gibt dir den Pumpgun-Hit. Mhm. Ah, das so. Sind hier alle Spieler auf Weltklasse-Niveau. Versucht jetzt von unten. Hat den Edit noch nicht bekommen. Schön. Oh mein Gott, er springt jetzt hier rein und holt ihn sich. Richtig gut abgetimt. Alter, richtig gut. Da freut er sich. Hat er richtig sehr gut gemacht. Nice. Hat hinter sich die Schräge gebaut, damit man, selbst wenn der Gegner Turbo-Born durchdrückt, ins 1x1 vom Gegner reinkommt. Perfekt getimed. Kein leichter Move. Haben wir sonst immer sehr oft von Monkral gesehen. Hat Lecce sehr stark gemacht. Was? Was war das denn? Keenstar einfach getrillt. Lecce? Lecce hat Keenstar. Aber wieso ist er denn so weggefetzt? Er hat einfach Keenstar getrappt. Ah, sehr schön. Ah, okay, es war seine Falle. Er hat die Schräge weggeschossen. Keenstar kriegt's ab und das war irgendwie eine Shockwave-Grenade oder sowas, ne? Eine Impulsgranate. Und er hat ihn in den Windkanal gefetzt. Okay, ja. Ist beides gleichzeitig passiert. Sehr gut. Sogar in Zeitlupe. Perfekt. Lecce, ganz wenig HP. Boah. Oh mein Gott. Lecce. Ein HP. Down, oder? Ja, ist down. Er ist down. Isa auch hat down. Das, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, die Top 25. Krass. Isa auch down. Top 25, Top 15 und 10, oder? Ja. Ja, ne? Uga geht down. Uga geht ja, down. Ne? Nicht Top 5. Banks hat auch noch 10. gelebt, ist jetzt down gegangen. Max. Hm? 25, 15 und 5? Genau, oder? Und 1. Ja. Insgesamt 10 Punkte für die Rankings. Skyde noch am Leben, hat eben gerade schon gewonnen. Aber Lecce ist halt 16. glaube ich geworden, ne? Ist halt übel. Ist übel, aber immerhin Top 25, die Kids hat auch mitgenommen, was ganz geil ist. So, der Kid noch unterwegs. Oh, ich würde es jetzt würde ich Skyde richtig gönnen. Oh, da könnte man falsch kriegen. Er hat sich gut abgefangen. Riversun jetzt hier im Highground mit dem Raketenwerfer platziert die Falle, damit er nicht auf ihn landen kann. Ist trotzdem seitlich neben ihm gelandet. Kann man jetzt hier abbauen. Schön gemacht, das wird alles zusammenbrechen und er kann aus der Luft abfangen. Er holt sich Skyde. Er holt sich tatsächlich Skyde. Richtig stark gespielt jetzt hier von Riversun. 4 Kills hat er schon. Es ist nur noch ein 1 gegen 1. RPG. Es ist, oh mein Gott, Dubs. Dubs schon wieder am Leben. Richtig stark. Am Ende. Riversun gegen Dubs. Oh, Highground mit einem Raketenwerfer ist auch immer richtig brutal. Das ist so ein wichtiges 1-on-1. Es geht um so viel Geld. Nochmal den Raketen wieder nachladen. Die Metz gehen auch langsam leer. Oh, stark von Dubs. Guter Damage. 15 HP und er geht down. Dubs. Er geht down und Dubs gewinnt das Ganze. 2 Kills, 1. Platz. Alter. Eben wurde er 2., jetzt ist er auf dem 1. Richtig stark gemacht. Jetzt haben wir auch die Standings und müssen wir gucken, Skyde auf dem 2. Ja. 1. Platz ist aber geblieben, Dubs aber knapp dahinter auf dem 3. Und ein Koreaner auf dem 4. 4. Platz, Peter Pan.
Ansonsten Amerikaner auch viel am Start. Dann auf Fexi. Platz 12 Fexi. Und Issa Dente. Genau, mit Issa punktgleich. Fexi allerdings ja auch ein bisschen aggressiver als Spieler. So, wir starten in die vierte von sechs Runden der Fortnite-Weltmeisterschaft. Das Sturmgewehr. Oh Gott, der Gegner ist... Stompy hat wieder einen Kill. Ja. Da wird er warm. Das ist so wichtig, dass Stompy gerade einfach für sein Feeling, dass er gerade killt. Ja, ja, klar. King gerade auch wieder einen Kill gemacht. Oh Gott, hinter ihm noch! Nein! Mhm. Was für ein mieser Third Party. So früh im Spiel. Na, keine Metz mehr. Keine Metz. Oh, wieso wird ein Issa jetzt genau da gestört? Oh, oh nein! Oh, das ist ja total, das ist ja richtig dämlich. Der hat ihn so lange behandelt, bis der Gegner low war und keine Metz mehr hatte. Und jetzt kann Mega, glaube ich, beide abstauben. Ja, oh mein Gott, nee. Beide. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Die haben sich beide keine Metz mehr, kein Leben mehr, keine Schüsse mehr. Und dann kommt Mega und holt sich beide ganz easy. Metz gehen leer. Er kann nur noch drei Platten bauen. Nur noch drei Platten. Schön. Das sind neue Metz, das sind neue Metz. Er fängt sich wieder. Fünf Spieler noch am Leben. Minis jetzt. Alter, er hat 12 Minis. Da will sich der Gegner zwischen rein. Oh, wow, der Headshot. Wie war das denn? Was für ein Reflex. Ganz, ganz sicher. Sechster Kill jetzt. Was? Auch wieder ganz, ganz schnell reagiert. Den holt er auch noch stark. Weg. 52 AP, 12 AP. Er muss mit der Zone aufpassen. 101. Mongral hat Bugger geholt. Gerade noch erster, verhaut sich mit der Shockwave weg, er hat keine Metz mehr, er kann nicht sehen, hat keine Metz mehr. Wird von Psalm geholt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, wie viele Kills hatte der denn bitte? Mongral mit 7 Kills und Platz 2 ist ganz, ganz strong. Ja, der hat mehr Punkte gemacht als Psalm, ja, die Runde. 14 Punkte hat er geholt. Psalm feiert sich für den Ersten, aber Mongral hat diese Runde mehr Punkte geholt als er. Ja, 14 Punkte hat er geholt. Richtig krass. Wir sind drin. Runde 5 von 6, die vorletzte. Jetzt wird es nochmal ganz, ganz wichtig. Alle können theoretisch noch auf dem ersten Platz kommen. Dann müssten jetzt aber die nächsten beiden Runden krass gespielt werden. Wenn sowas funktioniert, ne? Und oh mein Gott, oh mein Gott. Das wollen wir nochmal sehen in der Zeitlupe. Regie, bereitet das vor, das könnt ihr. Ihr habt das Equipment hinter, das kann ich. Hä? Das kann nicht sein. Oh, ich fasse es Dubs. Nicht. Stompy gegen Dubs, die beiden besten Spieler der Fortnite-Weltmeisterschaft. Der beste Europäer und der beste Amerikaner. Jetzt hier im Duell gegeneinander. Stompy sehr sicher. Hat eine bescheuerte Shotgun. Und ja! Er kriegt ihn. Stompy for the win. Stompy holt Dubs und Aqua holt T-View. Wie geil ist das denn? Jetzt in der vorletzten Runde drehen die deutschsprachigen Spieler nochmal auf. Heftig. Wie krass. Das da sehen wir es nochmal. So, noch mal. So mal. Wichtig. Schockwave. Mann. Deagle. War das ein Deagle oder SMG? Zwei Hits instant. Zwei instant SMG Hits, ne? Okay, krass. Da sehen wir mal den Kill von Aqua. Lol. Er sneakt sich den einfach. Trifft alles aus. Ganz sicher. Da ist T-View down. By the block. T-View. Das mag der nicht. Ach, Mann. Mensch, T-View. Muss auch aufpassen. Wenn da hat er seine Leopardenweste ausgezogen. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht. Wie viele Punkte hat er jetzt gerade? Ein oder zwei? Dann fühlt er die Leopardenweste nicht mehr so. Light down. Den Dresscode Flex. Verstehst du? Ja. Yep. Sehr aggressiv gespielt. Gegner ist schon white. Oh, schafft es jetzt zum Gegner. Oh mein Gott, das war so gut gespielt. Krass. Heftig. Das ist ja einer der wenigen Controller-Spieler. Stimmt, nochmal wieder Platzierungspunkte. Wie kann er denn so konstant so krass spielen? Oh mein Gott. Was ist er denn da? Das kann, er ist doch schon mit so viel Abstand Erster. Und zieht hier noch so durch. Jetzt hat er auch wieder Metz. Er hat wieder Metz. Er ist in den Top 10. 8 Spieler noch. Schafft das jetzt hier hochzulaufen. Der nächste Gegner ist neben ihm. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist so verrückt. Dann geht's hier wieder in die Zone. Der hat immer noch 4 Spieler am Leben. Das macht er ganz clever, wie er hier move. Geht er vor ihm, geht er down. Da geht er down, aber er hat sehr, sehr viele Punkte gemacht. Das reicht locker.
Pika mit 5 Kills. Erster Platz wird gleich nochmal so wichtig. Verbände hat er. Guck jetzt mal, alle Full Schild. 3 Spieler jetzt noch am Leben. Hier ist schon viel gebaut. Hier geht er down. Ist auch gut. Geht er down. Die Feinde wow. 30 HP, 20 HP und das ist es. Das ist es. Das hier sind Kiro mit 5 Kills. Sehr, sehr stark. Und jetzt bin ich mal, wirklich auf die Rankings gespannt. Ich glaube, Booger ist so weit vorn. Der muss ja ganz weit vorne sein. Und Booger hat jetzt einen Punkteabstand. Der glaube ich. 15 Punkte. 15 Punkte auf den zweiten. Danach kommt Psalm. 15. Nach Creo. Skyd haben wir noch. Nate. Riversun, sehr viele Amerikaner. Ah, da sind ja fast nur Amerikaner in den Top 10. In 4 Sekunden geht's los. Wir gehen in die allerletzte Runde. Also Chat, wenn startet jetzt. Runde 6 von 6. Ja. Hiernach werden wir Gewinner haben, die durch Fortnite in so jungen Jahren zu einem Multimillionär geworden sind. Ja. Self-made Multimillionär nach dieser letzten Runde. Und selbst die Spieler, die jetzt gerade nicht so gut stehen, die vielleicht nur auf Platz 28 sind und die Preisgelder bekommen, die man zwischen Platz 20 und 100 bekommt, alle das gleiche. Wenn du hier noch eine geile Runde hast und du wirst Platz 7, dann nimmst du so viel Geld mit nach Hause. Psalm? Lol. Das ist fast alles Amerikaner. Da bin ich 70% Amerikaner in den Top 10. Heftig. Ja. Wie lange wollen die hier noch fighten? Die Zone kommt doch schon. Das war seine Platte, aber das gegnerische Dach. Und er hat ihn. Er hat ihn. Da freut er sich. Aber wie weit muss er jetzt laufen, um in die Zone zu kommen? Extrem weit. Ja, Psalm der Einzige, der ihn noch mit Glück schlägt. Wow. Oh mein Gott. Wie kann er da so weggelasert werden? Heftig. Und ich glaube, währenddessen hat Booger noch einen Kill gemacht. Stompy noch am Leben mit einem Kugler. Oh mein Gott, er wusste, dass er da kommt. Was? Das ist so krank. Wie, kann er durch Wände sehen oder was? Wie hat er das denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist deine Trap? Das ist so krass. Weiß ja auch nicht, wie schnell er die platziert hat. Das geht gar nicht. Er war im Sprung, im Bauen, in die Tür und hat zusätzlich... Was für ein krasses Tempo er fährt. Was ist das für ein Spieler? Er ist konkurrenzlos. Der ist auch weg. Er hat keine Konkurrenz. Und da geht er down. Da geht er down, aber er ist Top 5? In Top 5 gekommen. Stompy hat Teak geholt. 3 Spieler noch am Leben. Auch er geht down. Crew holt Stompy. Jetzt nur noch ein 1 gegen 1. Chubb gegen Crew. Oh... Chubb. Ne, das kann ich machen. Das ist... Ja, da geht er down. Das macht Crew ganz sicher. Da freut er sich 7 Kills. Krass. 7 Kills, Platz 1. Richtig heftig. Ich will jetzt unbedingt gleich die Standings sehen. Wir wissen auf jeden Fall, wer schon auf dem ersten ist. Also wird er ganz, ganz toll. Ich will auch wissen, wie die Europäer abgeschnitten haben. Das ist der Wahnsinn. Das ist so krass. Er kann es selber nicht fassen. Er weiß jetzt schon, er hat 3 Millionen gewonnen. Mit Abstand. Ich glaube, es kann wirklich sein, dass er doppelt so viele Punkte hat wie der zweite. Damit hat wirklich gar keiner gerechnet. Ich würde sagen, wir besprechen das alle zusammen. Gehen nochmal rüber in die Expertenecke und gehen selber auch rüber. 3 Millionen, ne? Danach Epic Whale, also top, gar nicht mehr so viele Amerikaner, ne? Epic Whale? Das Wassertier hat. Das Wassertier ist Dritter. Top 4. Top 4 einfach. Alle Amerikaner. Oh, das ey, Crew arg. Mit der letzten Runde ist noch auf den 6. geschossen. Ja. Heftig. 600. King dahinter, super aggressiver Spieler heute. Stompy. Mongral 13, 150.000 Dollar. Stompy 14. Da. Stompy. 14. 150.000. Krass. Geil. Mongral. Finde ich aber auch geil. Stompy und Dubs direkt nebeneinander. Die beiden Besten aus der gesamten Qualifikation. Beide gewinnen 150.000. Krass. Aber gönn ich Stompy, dass er letzte Runde nochmal performt hat. Das hat ihm, die letzte Runde war für Stompy so wichtig, nochmal auch im Preisgeld. Ja, ist ordentlich Stimmung. 4 Amerikaner in den Top 4. Twitter wird ausrasten nachher. Ja. Es ist natürlich krass, dass er jetzt so gefeiert wird. Aber auch der zweite, der irgendwie 2,2 Millionen bekommt. Ladies and gentlemen, this cup is yours. One more time, your world.
geil. Unglaublich krass. 3 Millionen. Was soll man damit machen? Das finde ich dann aber auch gut, dass er zum besten Fortnite-Spiel der Welt gekürt wird. Voll mit dem Ergebnis. Da kann jetzt auch keiner diskutieren. Nee, da ist jetzt da ein, zwei Punkte, weil da man, kann man, in der letzten Runde wurde Third Party. Ja. Das ist dominant. Wir haben der beste Fortnite-Spieler der Welt. Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.